Hallo, guten Tag. Man sagt, dass viele Jungfrauen sind Perfektionisten. Dieser Satz stimmt gar nicht. Also das steht so in diesen Hausfrauenzeitungen, die du da beim Arzt liest, in der Praxis. Aber dieser Satz stimmt gar nicht. Also ich kann nicht sagen, dass Jungfrauen Perfektionisten sind. Natürlich, wenn du mit Jungfrau sprichst, hörst du sehr oft so einen Satz: Ich habe heute die Wohnung geputzt, ich habe die Fenster sauber gemacht, ich habe schon für die ganze Woche vorgekocht, ich habe Maniküre gemacht, ich habe Pediküre gemacht. Das hörst du alles von den Jungfrauen. Aber das bedeutet immer noch nicht, dass eine Jungfrau eine Perfektionistin ist, denn um eine Perfektionistin zu sein, musst du eine Idealistin zu sein. Und Jungfrau ist gar keine Idealistin. Jungfrau ist einfach eine Realistin. Jungfrau strebt nach Realität. Und von allen Sternzeichen, die ich kenne, Jungfrau ist das Realistischste auf der Welt. Natürlich gibt es Jungfrauen, die sauber sind, und natürlich gibt es Jungfrauen, die schlampig sind. Also ich habe Küchen gesehen bei Jungfrauen, mein Gott, da waren ja Kakerlaken. Aber es gibt, wie mit allen Menschen, extravertierte und introvertierte Personen, und dasselbe gibt es bei Sternzeichen. Es gibt Sternzeichen, die introvertiert sind, und Sternzeichen, die extravertiert sind. Der extravertierte Widder sieht in der Welt eine Herausforderung. Der Schütze, der extravertiert ist, der erforscht ständig die Welt. Der sucht immer nach etwas Neuem. Deswegen kannst du mit einem Schütze nicht irgendwo hinfahren und dich hinlegen am Strand und 2 Stunden in der Sonne liegen. Das geht nicht, weil der ist unruhig. Er will immer etwas Neues erforschen, er geht hier und da, er will immer etwas Neues sammeln. Und deswegen geht das mit dem Schütze nicht. Oder extravertierter Fisch, der projiziert seine Visionen in die Welt und lebt in den Tiefen der Ozeanen mit seinen geheimnisvollen Bewohnern. Aber die Jungfrau, die extravertiert ist, die sucht nach Klassifizierung und Ordnung, und die will diese Ordnung und Klassifizierung für selbst zu ordnen und alles in Einklang bringen. Oder der Steinbock, der extravertiert ist, der will geistig und psychologisch durch die Welt gehen und er will da etwas entdecken, was er noch nicht kennt. Aber das ist nicht die Jungfrau. Jungfrau ist Sicherheit. Das Wichtigste für eine Jungfrau bedeutet die Sicherheit. Deswegen darf man das nicht verwechseln mit dieser Sauberkeit, dieser übertriebenen Sauberkeit und mit diesem Perfektionismus. Es gibt natürlich diese blöde Draufgänger wie Löwe oder Widder und Steinbock, die wollen da immer nach oben gehen und in Vorstandetagen sitzen, die wollen auf dem Thron sitzen. Aber Jungfrau will das absolut nicht, weil Jungfrau, weil es Sicherheit ist, für die Jungfrau, das Wichtigste ist die Sicherheit, und die Jungfrau weiß, wenn ich auf dem Thron sitze, dann falle ich eines Tages, und eines Tages sitze ich plötzlich unter dem Thron. Und das will die Jungfrau nicht, weil diese Sicherheit herrscht über die Jungfrau, und die weiß, wenn ich heute 3000 Euro verdiene, dann lieber behalte ich diese 3000 Euro. Und lieber werde ich mich quälen bei der Arbeit. Und selbst wenn der Chef fies zu mir ist und Kollegen eine Art von Mobbing betreiben, und auch dreckig zu mir sind, lieber werde ich das alles ertragen, weil wichtig für mich ist, dass ich diese 3000 Euro habe. Das ist sehr wichtig für eine Jungfrau. Aber ich werde weiter über die Jungfrau auf jeden Fall erzählen, aber heute ist die Zeit schon für mich um.